Hallo, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ich bin hier heute in Eschweiler am Schwarzen Berg, den ihr jetzt im Hintergrund schon seht. Und da werde ich heute hochwandern. Ja, wir haben hier aktuelle Temperaturen von ca. 4 Grad. Das ist kalt, aber trocken. Der Himmel lässt, naja, zu wünschen übrig heute. Ich will hoffen, dass er trocken bleibt. Also ich würde sagen, Leute, da kommt doch mal wieder mit, wa? Da gehen wir mal wieder los. So, ich näher mich jetzt hier dem Berg in Eschweiler. Und da kraxeln wir dann gleich auch hoch. Für alle noch ein frohes neues Jahr nachträglich. Hoffentlich seid ihr alle gut reingekommen in das neue Jahr 2018. Ja, und am heutigen Tage, am 7.1. gibt es das erste Video im Jahre 2018. Ja, mich freut es echt. Und ich bin gespannt, was mich da oben gleich erwartet. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was von Eschweiler. Da hinten ist das Bergwerk von Eschweiler, was da so raucht. Da werden bestimmt irgendwelche Sachen da verqualmt. Ja, da gehen wir mal weiter, wa? So, da hinten haben wir noch Eschweiler rüber. Da vorne ist ein Bauer. Achso, wenn er Autoreifen umsonst gebrauchen kann, die kann er sich da hinten auf dem Berg abholen. Da sind doch bestimmt noch gute Schluppen bei. Ja, war mal wieder ein Scherz von mir. Ist ja wieder klar. Ich muss euch ja wieder irgendein Mist erzählen, ja, ne? Ist ja nicht ohne. So, da hinten haben wir die Eschweiler Kirche noch. Jo, und dann gehen wir mal da hoch. So, wie ihr sehen könnt, stehen wir jetzt vor dem Aufstieg. Wir gehen jetzt da hoch und da oben gibt es dann eine herrliche Aussicht und später gibt es dann noch ein Vesper. Ja, und danach denke ich mal, werde ich das Video wieder beenden, weil so allzu lang soll es heute nicht werden. Und ich würde mal sagen, den Kampf gehen wir jetzt mal an, ne? Nehmen wir mal den Handschuh, bevor die runterfliegen. So, auf geht's. Ah, nee. So, da geht er mal schön mit hier hoch. Weil hier ist es verdammt steil und rutschig. Aber für Andi kein Problem. Der hat Wanderschuhe heute an, keine Turnschuhe. Wie ich das jetzt beim zweiten Mal vorgestern immer gemacht habe mit der Herausforderung, heute nicht. So, da hinten hat man einen Spielplatz, mitten im Wald. Könnt auch spielen gehen, wenn ihr wollt. Ja, ja. Oh, und dann gehen wir mal hier hoch. Natürlich richtig pumpig hier heute. Zu meiner Kleidung heute, wer das wissen will. Ich habe dicke Socken an. Ich habe die Wanderschuhe an. So. Darunter habe ich eine Dreiviertel Skihose. Ja, dann die Jeanshose drüber. So, jetzt nehmen wir mal zum Oberteil. Ski-Unterhemd, also atmungsaktiv, und dann habe ich ein T-Shirt drüber, dann zwei Pullis, ja, und die 100er Fleece, die ihr gerade eben gesehen habt.
So. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier richtig steil. Und wenn ich jetzt gleich oben bin, sehen wir uns wieder. Zum Abschlussvideo. Für heute. So. Da hinten seht ihr das Örtchen Hastenrad. Ich stehe jetzt hier auf dem höchsten Punkt auf den Schwarzen Berg in Eschweiler. Am Gipfelkreuz. Das zeige ich euch gleich mal eben. Gehe ich mit euch mal runter. Oh, nee. Und dann gehe ich mit euch mal hier hoch. Und dann drehen wir uns mal um. Das ist das Gipfelkreuz von Eschweiler, was auf den Schwarzen Berg steht, in 278 Meter Höhe. Ganz früher war das hier mal eine Berghalde, wo Grünabfälle und Müll abgelagert wurden. Und aus dem ist der Berg entstanden. Deswegen stehen auch hier so viele Birken, die hier gewachsen sind. Ja, und da hinten haben wir den Ort Hastenrad. Wie ihr sehen könnt. So. Da hinten zwischen den Bäumen Stolberg. Irgendwo da hinten rüber. Richtung Eifel. Also wir haben ziemlich viel Wald hier. Könnt ihr ja auch sehen, aber es ist jetzt ein bisschen blöd mit den Lichtverhältnissen. Ich versuche das natürlich so gut einzufangen, wie es möglich ist, aber ist ja nicht der Fall. So, dann gucken wir mal, wie wir die Kamera hier positionieren. Ja. So, meine lieben Freunde, der Hanni steht hier auf dem höchsten Berg in Eschweiler. Souverän gemacht. Ja, ich beende jetzt auch hier mit dem Video für heute. Abonniert mich schön. Ne? Ihr wisst ja, da unten, da irgendwo ist ja der rote Button, den ihr ja drücken müsst, um mich zu abonnieren. Daumen hoch, freue ich mich auch immer drüber. Ja, und dann über die Kommentare freue ich mich auch. So wie ich kann, antworte ich dann auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss. Schönen Sonntag wünsche ich euch.